So, jetzt stehen wir nochmal hier wieder im Autohaus Kult in Pirna, noch in einem anderen Mobil. Und zwar ist das ein Forster 599 Wohnmobil. Und es ist ein tolles Wohnmobil, aber es ist halt von der Verarbeitung her, merkst du halt doch einen Unterschied. Was ich sehr schade finde. Das in Malibu-Qualität und dann wäre das, glaube ich, gleich mal unser. Das ist wirklich ein schönes Mobil. Ich will euch das mal kurz zeigen. Es hat erstens mal schon eine coole Küche. Also keine Glasplatte, was ich toll finde. Hat hier diese Abdeckplatte, die du dann als Arbeitsfläche nutzen kannst. Zwei Flammenherd, was ich auch immer, wo ich so gesagt, das finde ich völlig ausreichend. So, jetzt fängt es an bei den Schubfächern. Naja, siehst du, hier geht schon los. Also die Verarbeitung hier an den Griffen merkst du schon, dass das wahrscheinlich nicht lange hält. Ich weiß es nicht. Also es fühlt sich jedenfalls zumindest so an. Aber er hat wahnsinnig viel Stauraum. Es ist sehr gut konzipiert, das Auto. Wirklich. Hier haben wir nochmal einen Schrank. Hier unten nochmal ein Auszug. Ein hammergroßer Kühlschrank. Auch ein relativ großes Eisfach drin. Also mega cooler Kühlschrank, ey. Klasse. Hier oben auch nochmal Ablagefläche, obwohl da haben wir schon gerade gesagt, da kommt wahrscheinlich dann irgendwie, muss da der Fernseher hin. Ja, jetzt haben wir hier einen Querschläfer. Wir sind ja gegen Querbetten, weil einer über den anderen dann krabbeln muss, wenn man mal nachts aufs Örtchen muss. Und dann ist jetzt hier halt auch noch mit einer Leiter, wo du runter krabbeln musst. Aber wir zeigen auch euch gleich die Vorteile von so einem Bett. Also hier nochmal recht breit. Das ist ziemlich groß hier hinten, das Bett. Und jede Menge Staufächer. Gib mir mal die Kamera, ich halte es mal da hinten hin. Ja, sieht man das also an der Seite. Nochmal ein Staufach und hier auch drei große Staufächer. Ah, da ist auch nochmal Vorrichtung. Da wird der Fernseher vielleicht angebracht. Ich nehme das mal gerade wieder in die Hand. Das heißt, man wird die Fernsehvorrichtung hier hinten an die Wand dran machen müssen. Und dann schiebt man das wie bei uns halt vor. Jetzt ist es halt nur so, dass wenn man dann hier vorne sitzt, ist ja doch hier viel Fläche durch das Bad. Also muss der Fernseher schon ein bisschen weiter als bei uns. Schon ein bisschen größer sein. Sonst siehst du ja da vorne nicht, wenn du so einen kleinen Fernseher hast. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Aber hier hinten mördermäßig viel Platz zum Schlafen. Also das muss man einfach so sagen. Ist nicht schlecht. Jetzt hier unten haben wir auch noch mal einen riesen Schrank. Ich nehme mit einer Kleiderstange und dann hast du rechts nochmal, wo du ja, Sachen einlegen kannst, Jacken oder irgendwas hinlegen kannst oder andere Sachen, also richtig groß. Und das Allerbeste ist das Bad. Was nicht gut ist am Bad, ist, dass hier eine Stufe ist. Also das ist eine Stolperstufe, die finde ich nicht so optimal gelöst. Kannst du den Fuß mal hier so davor stellen, weil sonst geht die Tür zu. Steht nämlich nicht ganz gerade, das Mobil. Also wir haben hier einen sehr großen Schrank. Und wir haben hier einen sehr großen Schrank. Also stauraummäßig jede Menge. Auch vom Waschtisch her sehr angenehm, nicht so eng. Also hier ist richtig Platz, um sich die Zähne zu putzen. Aber ich habe jetzt gerade schon mal probiert, die Dusche hier auseinander zu tüfteln. Und ich hier drinnen in der Dusche kann kaum stehen. Also das ist so eng, dass ich da mich noch nicht mal richtig bei drehen kann. Da kriege ich Platzangst. Das geht nicht. Also die ist nicht so ganz so optimal. Die sieht eigentlich gar nicht so klein aus.
Aber das Konzept mit dem Aufmachen, das ist, man steht sehr, sehr eng da drin. So, Michael ist jetzt mal hier reingekrabbelt in die Dusche, dann kann er euch das mal zeigen. Und der ist ja eine wirklich, wirklich sehr, sehr schlank. Aber selbst er hat da drinne, also er kann sich kaum bewegen. Ja, viel ist nicht. Es ist sehr beengt. Ja, wenn so viel dicker darf es nicht sein, sonst wird nichts. Ist eng, oder? Ja. Also da ist jetzt wieder im Malibu mehr Platz zum Duschen. So, Michael zeigt euch jetzt nochmal hier das mit dem Tisch, den kann man dann auch... Also was jetzt bei dem Auto wieder, was mir nicht gefällt, ist das dicke Tischbein. Ja. Das nimmt halt unheimlich viel Platz da unten weg. Aber wir wollen es euch trotzdem mal zeigen. Man kann den dann so nach vorne schieben und dann hat man hier wie so eine kleine, wie so eine kleine L-Sitzgruppe sozusagen. Und der Tisch ist dann so in allen Varianten auch zu verschieben. Ja. Kannst du in Richtung drehen, das Ding. Hier oben haben wir ein Hubbett. Das können wir jetzt nicht runter machen. Das können wir nicht runter machen, weil das Auto nicht an ist. Genau, es geht elektrisch. Und hier unten ist nochmal so eine Klappe. So ein Beistelltischchen. Oder man kann vielleicht abends, wenn man auf dem Sitz sitzt, seine Füße da ein bisschen ablegen. Ich weiß nicht. Ja, das geht. Also schlecht konzipiert ist dieses Auto nicht. Hier oben auch nochmal richtig viel Platz. Halt du noch mal kurz bitte, dann mache ich mal hier die Schränkchen auf. Hier haben wir noch mal richtig schön Platz drin und auf der anderen Seite wahrscheinlich dann auch, oder? Ja, auch noch mal. Also Stauraum hat dieses Auto, das ist ja sagenhaft. Das ist sagenhaft, aber was halt so ein bisschen schade ist, klappert halt alles auch ein bisschen. Ne? Es ist halt nicht ganz so, es ist halt alles lauter. Ne? Obwohl hier auch mit Stoff bezogen ist. Ne? Und es sind auch hier, nee, das ist nicht, ich habe gedacht, das ist verkleidet. Nee, das ist nur hier. Ich habe gedacht, die Fenster sind verkleidet. Mm-mm. Also ich denke mal, die Geräuschkulisse ist halt wieder sehr laut in dem Wagen, weil das alles, das merkt man halt schon. Ne? Hier. Ist halt nicht fest, ne? Und dann ist halt, wird's wieder laut beim Fahren. Aber so von der Aufteilung vom Auto her, mega Stauraum für 5,99 Meter, das ist sagenhaft. Also, das ist gut gemacht. Qualitativ ist es halt so ein bisschen. Und was ganz blöd ist, das will ich euch mal zeigen, das sind diese Stufen, die sind derart kurz. Ja, dass man hier, das ist eine Gefahrenquelle schon fast. Da fliegst du mal raus. Das ist so kurz, die Stufe. Nur habe ich kleine Füße. Ich habe keine großen Füße. Das ist nicht gut gemacht. Du musst also praktisch so aussteigen. So. Und die ist ja hier fast noch kürzer. Naja, genauso. Also das ist beim Einsteigen gleich mir aufgefallen. Wenn du hier einsteigst, du hast kaum Platz hier unten. Aber ansonsten, Mülleimer auch drinne, also ist auch nicht schlecht. Und jetzt kommt ihr noch mal mit. Jetzt zeigen wir euch noch mal die Garage. Und Michael zeigt euch mal die Garage, weil das ist nämlich der Kracher. Bitte schön. So, jetzt guckt euch mal die Garage hier an. Das ist echt der Hammer für 5,99 Meter. Kannst du Fahrräder reinstellen? Hier sind die zwei Gasflaschen drin. Hier sind, genau. Und auf der anderen Seite, da war die Heizung. Ja. Und ansonsten hier, wie gesagt, kannst du sogar, also hier kannst du jetzt locker zwei Fahrräder reinstellen. Mördermäßig viel Stauraum.
schon krass, gell? Ja. Das ist nicht schlecht, muss man wirklich sagen. Also, kein schlechtes Auto. Nee, ist es nicht. Ist halt von der Verarbeitung her, ne? Es ist nicht so... Ja gut, irgendwo muss der Preis herkommen. Und dann, wie bei jedem Auto, gehst du irgendwo einen Kompromiss ein. Also ich könnte mit der Dusche leben, dafür hast du einen riesen Kühlschrank. Sowas habe ich noch gar nicht gesehen in so einem Auto. Das ist ein Kühlschrank wie in so einem Phoenix oder was weiß ich. Das ist ein Hammer. Naja, und ein Hubetter ist auch drin. Also das ist, wie gesagt, ein Kompromiss gehst du überall irgendwo ein. Wäre halt jetzt mal, wir müssten wirklich mal fahren auf einer schlechten Straße. Mhm. Hier, also ich glaube schon, dass die Geräuschkulisse sehr laut sein wird. Ja, dann durch das Hubbett, das wird wahrscheinlich dieses... Das klappert wieder alles, ja. Aber das müsste man halt mal ausprobieren. Ich will dem Auto jetzt nichts Unrechtes tun. Vielleicht ist es... Ja, das können wir auch nicht beurteilen. Nein. Es macht halt den Eindruck, haben wir ja... Vom Konzept her super gemacht. Ja, und nur die... die Fächer habt ihr ja vorhin gesehen, das war so ein bisschen wackelig. Ja, wie gesagt, das ist, das ist halt kein Karthago. Nee. Und dann legst du auch beim Karthago das Doppelte für hin. Das darfst du nicht vergessen. Also, wenn man damit leben kann und wenn du den, sagen wir mal, kommt ja darauf an, wie oft oder wie oft du das Auto benutzt, wenn du jetzt den nur ein, zwei Mal im Jahr fährst. Dann wird sich das auch nicht so schnell abnutzen. Naja, aber wer will denn ein Wohnmobil ein, zwei Mal im Jahr nutzen? Das wollen wir ja schon so oft wie es geht irgendwie nutzen. Ne? Aber es ist wirklich kein schlechtes Auto. Nein. Vom Stauraum her, der Hammer, also noch mehr als bei uns. Wie gesagt, das Konzept ist super. Ja. Wie gesagt, die Dusche ist ein bisschen kleiner. Ja. Da lässt du die Türen offen, musst du halt hinterher wischen. Gut. Auch kein Beinbruch. Das war jetzt der Forster T559? 595. Ah ja, genau. AB, also Hubbett. Ja, genau. Ich zeige euch das nochmal von außen. Kostet jetzt, so wie er hier steht, 49.000. Ja, und dann muss man halt mal gucken, also müsste man sehen, was da noch alles für Extras dazukommen. Ne? Das ist jetzt Gasheizung, keine Dieselheizung und noch kein Fernseher, keine Sattanlage. Sind so ein paar Sachen, die noch nachgerüstet werden müssten. Fehlt noch eine Markise. Markise ist auch keine dran, sagt Michael, kommt auch noch. Also dann sind wir wahrscheinlich auch bei 60.000. Das war der Forster, den wollten wir euch einfach noch mal zeigen. So, jetzt geht's nach Hessen. Ab ins Auto, wir sind viel zu spät, wir wollten schon längst weg sein, aber wie das immer so ist. War trotzdem gut, dass wir uns das jetzt angucken konnten und nicht alles auf der Messe dann uns anschauen müssen.